Josef Dürr. Der Josef Dürr, danke vielmals. Ich habe hier gerade unsere Podiumsgäste dabei und mal schauen, ob die einen oder anderen vielleicht gleich auch noch eine Frage haben, eine Nachfrage für sie. Ich würde gerne mal wissen, gibt es eigentlich auch ab und zu frustrierte Rückmeldungen? Also eigentlich machen die etwas so gut, aber jeder kommt ja gleich nicht in den Genuss von diesen Geldern und vielleicht kommt man auch nicht so viel über, wie man gerne hat, wie man brauchen könnte. Also gibt es das auch, dass ihr auch mal mit frustrierten Rückmeldungen zu kämpfen habt? Das ist so. Also wir haben natürlich schon, wir haben unsere Richtlinien, die wir irgendwo haben müssen, weil man muss irgendwo Maßstäbe haben, noch was, dass man das ausgibt, aber frustriert. Vielleicht nicht gerade, wir haben vielfach Eltern, die bei uns anfragen, wo vielleicht der Sportler noch nicht die Talentscard hat, dann müssen wir es halt noch ein bisschen vertrösten um ein Jahr. Aber grundsätzlich versuchen wir jedem irgendwo zu helfen, wenn wir das, damit er seinen Sport kann ausüben kann. Mhm. Aber natürlich mit entsprechenden Rahmenbedingungen. Ja, Josef, wir kennen uns ja schon lange. Das ist richtig, ja. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, als ich 23 war, habe ich die letzte Möglichkeit hatte, vom Unterstützungsbeitrag zu profitieren, wo ich mega dankbar war. Also das ist eine super Sache, die IG Sport St. Gallen, nicht nur für die Athleten und Vereine. Aber dort war irgendwo plötzlich die Frage, warum bis 23? Weil die Ausgaben gehen ja immer weiter. Und ja, meistens ist es so, die Sportler machen ja den Sport meistens ein bisschen länger als nur bis 23. Was ist der Erklärungsansatz haben Sie ja vorher schon gehabt, oder, diesbezüglich. Aber er hat natürlich schon recht. Jetzt gerade in seinem Fall. Er hätte natürlich noch weit raus können das Geld brauchen, oder? Das ist so. Für uns ist es natürlich auch schwierig. Wir müssen irgendwo, sind unsere Mittel auch beschränkt. Und wir haben einfach gesagt, im Juniorenbereich, grundsätzlich haben wir es früher eigentlich nur im Juniorenbereich gemacht, haben es dann extra eigentlich, jetzt nicht extra wegen Sandro Greuter, aber wir haben es ausgeweitet bis 23, weil wir einfach gesagt haben, das ist noch die Phase, wo ein Sportler, eben die schwierige Phase, und darum haben wir gesagt, bis 23, und dann haben wir das Gefühl gehabt, entweder muss er dann so gut sein, dass er sich selber kann, finanzieren kann, oder eben der sportliche Erfolg auch da ist, damit er dann kann realisieren und seine entsprechenden Sponsoren hat. Aber ich sage, wir haben mal irgendwo müssen eine Grenze ziehen, und das ist eben 23, aber es hat mich natürlich gefreut, dass du dort noch reingekommen bist und wir dich dort dann können entsprechend unterstützen können. Wie ich auch noch profitiert hat. Hat sonst gerne jemand Fragen an Josef Dürr? Sonst würden wir... Du lächelst? Nicht? Dann würde ich sagen, dann entlassen wir ihn wieder. Danke vielmals, dass Sie da waren und uns gerne da... Schön. Dankeschön. Merci. Ja, also wir haben gehört, Sandro Greuter hätte mal ein bisschen profitieren können von diesen Fördergeldern. Ich weiss, Julie Zock und Nicole Goth ebenfalls. Vielleicht kann ich Ihnen noch schnell erzählen, wie wichtig das war für euch. Also ist das entscheidend gewesen oder ist es, böse gesagt, nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Nein, bei mir war es sicher so gewesen, dass es entscheidend war, weil jetzt gerade... Ja, sag jetzt mal, als ich jünger war, war ich sehr auf meine Eltern angewiesen im finanziellen Bereich. Und das ist sicher auch eine sehr grosse, ja, ich sage jetzt mal, eine kleine Hilfe, auch ein bisschen von mir aus, also von meiner Seite her, dass ich sie dort auch ein bisschen unterstützen konnte. Ja. Wie wichtig war es für dich, Julie? Ja, also, ich kann mich eigentlich hier anschliessen. Es war für mich genau gleich gewesen. Ja, früher, ohne die Unterstützung von meinen Eltern, wäre das nicht möglich gewesen. Und ja, mit diesen Fördergeldern war es natürlich einfacher gewesen, auch für meine Eltern, um das überhaupt, ja, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Und ja, ich bin sehr dankbar dafür. Wir machen beide einen Sport, der nicht günstig ist. Man muss viel umreisen, man muss Material haben. Ihr habt, glaube ich, auch noch von anderen Fördergeldern profitiert, von der Sporthilfe zum Beispiel. Marco, bei dir weiss ich, du hast nie irgendwelche Fördergelder gesehen, ist das so? Ja, das stimmt. Und, aber gell, bei mir ist es auch so, wir brauchen nie so viel Material. Wir haben vielleicht ein paar Kleider, die wir brauchen im Jahr. Dann müssen wir noch die Versicherung vom Schwingen. Die kostet bei den Aktiven 45 Franken im Jahr. Also das ist Peanuts. Ja, gut. Das geht gar noch. Genau. Was kostet denn das Schwingen im Jahr für dich? Wenn du noch sagst, ein bisschen Schwinghose, was kommt da alles dazu? Genau, kommt darauf an. Vielleicht löst man noch irgendwo... Je nachdem, Fitness ist noch Thema. Das ist vielleicht ein bisschen die höhere Kosten. Du machst doch kein Fitness. Komm. Nein, nicht so viel. Es kommt doch von ein bisschen Käse und Brot, oder nicht, die Muskeln? Ja, genau. Nein, ich sage jetzt, ja, nicht über 1'000 Franken.
Okay, ja, das ist jetzt wirklich noch überschaubar. Du hättest aber einmal Gelder beantragen können, oder? Wie ist das gegangen? Ja, du hast einmal den Gemeindepräsidenten von Sargans, ich habe ihn vorher auch irgendwo gesehen, der ist glaube auch irgendwo da, hat dich mal darauf hingewiesen, du könntest eigentlich bei der Gemeinde Unterstützung beantragen. Ja, ich glaube, es ist nicht wirklich bei der Gemeinde, aber jetzt weiß ich nicht. Es ist irgendwo da, ja, oder da ist er. Ich hätte können beantragen, aber ich hasse den Silo, weil ich vermag es gar nicht. Na gut, der Schwinger, der Schwinger. Da wären jetzt mittlerweile sowieso alle zu alt für die Fördergelder vom Kanton. Der Pio ist gerade einmal 13. Einer noch zu jung, oder wie sieht es da aus? Raffaele, vielleicht kannst du als Mami von Pio schnell sagen, wie ist es bei euch? Kommt er auch schon? Oder habt ihr auch schon überlegt, einmal einen Antrag zu stellen? Bei uns wäre es der Kanton Graubünden, sind in Meierfeld daheim. Ich habe vorher gerade mit dem Josef Dürr geredet, ob es das im Kanton Graubünden auch gibt. Ich weiss das nämlich gar nicht. Und somit haben wir uns das auch noch nie überlegt. Wir wissen einfach, wie alle Sporteltern, dass das... ja, das ist ein grosser Posten und ja, man muss halt da irgendwie durch, wenn man das den Kindern ermöglichen will. Und vieles ist einem offenbar gar nicht bewusst, dass es zum Teil diese Stellen gibt. Ja, das kommt auch noch dazu, ja. Und auf der anderen Seite, eben, ihr habt vorher alle gesagt, nein, es ist mehr als ein Tropfen auf einem heißen Stein, es ist wichtig, aber es bleibt ja trotzdem immer noch viel übrig. Und das ist jetzt vielleicht noch etwas aus dem Coaching-Bereich, wo ich dann schon auch zum Teil Eltern bei mir habe, die wirklich sehr, sehr verzweifelt sind, weil sie nicht wissen, wie sie das alles zahlen sollen. Und darum sind so Unterstützungsmaßnahmen einfach mega, mega wichtig. Früher haben ja, glaube ich, die einzelnen Verbände noch bestimmen, wie die Gelder verteilt werden, oder? Karl, das hast du noch so erlebt. Geldverteiler ist eins, oder? Zuerst muss das Geld haben, dass du es verteilen kannst, und dann muss es sinnvoll verteilen. Und ich glaube, eins von Wichtigsten, wo viele Leute nicht bewusst sind, ist die Sportförderung allgemein. Denn jeder, der in Sport gefördert wird und beim Sport teilnehmen kann, dass er es überhaupt leisten kann, dass er weitermachen kann, dass er nicht aufhören muss aus finanziellen Gründen, weil sich Delta oder wer das gar nicht mehr leisten kann, ist enorm wichtig. Die bleiben auf einem guten Weg und können nie auf die Schiefe bauen. Das ist ja ganz eins Wichtiges von Sport. Ob der Weltmeister wird oder nicht Weltmeister wird, ist eine zweite Frage. Aber dass ein Sportbetrieb zwischen 12 und 18 Jahren ist eins von den ganz Wichtigsten, und darum sind Sportgelder, die, wo man verteilt, sehr wichtig, dass man dort sorgfältig umgeht und dass man es den richtigen Leuten verteilt, oder? Und das haben wir zum Beispiel früher, ist es ein wenig anders gewesen mit der Verteilung in der Regionen und alles, wie es heute ist. Aber das ist heute auch viel größer, es ist viel, viel mehr Geld. Aber wichtig ist eine sinnvolle Verteilung, und für den Sport auf der untersten Basis ist eines von den wichtigsten. Mhm. Auch Veranstaltungen werden berücksichtigt, wie wir haben können hören beim Referat. Profitiert auch Biathlon-WM 2025 in der Lenzerheide? Ja, das ist richtig. Wahrscheinlich viele Veranstaltungen profitieren von dem, dass die Fördergelder rüberkommen, jetzt, dass die Gemeinde auf kommunaler Ebene ist, ob das auf Kantonsebene ist oder ob das auf Bundesebene ist. Und es ist so immer entscheidend, was der Erste gibt, wie viel der Nächste gibt. Mhm. Also das heisst, zuerst... Schillt man ein bisschen zum Nachbau. Ja, nicht einmal, es muss eigentlich mehr aus der Destination, aus der Region kommen, wie viel unterstützen die Veranstaltung, bevor der Kanton etwas mehr gibt und der Bund etwas mehr gibt. Also die Veranstaltungen müssen getragen werden in der Region. Aber das ist auch gemein, dann kommt die eine Veranstaltung von allen etwas über und die andere von niemandem. Ja, das ist halt das Prinzip. Ich bin jetzt da nicht der, der sagt, das Prinzip ist gut oder schlecht, sondern ich sehe nur, wie das Prinzip ist im Moment. Und es ist nicht an mir, um zu sagen, wie das Prinzip noch könnte besser sein. Oder welche Sportarten kriegen vielleicht mehr oder weniger. Aber dort ist es eigentlich grundsätzlich ist es wirklich abhängig, was der Erste gibt. Und dann ist 50%. Und beim Bund ist es nochmal eher 1 und 2 zusammenzählt, nochmal 50%. Und ihr wisst schon, wie viel das Geld, das ihr überkommt für Biathlon WM? Wir haben es im Budget. Das heisst, das kriegst du. Wie gross ist der Posten, den ihr reinreicht? Budget, ich muss vielleicht so sagen, in Lenzerheide gibt es eigentlich 3 Gemeinden. Das ist Corvalda-Parpan, wer das nicht weiß. Das ist Fatz-Oberfatz, das ist Valbella, Lenzerheide und es ist Lantsch, wo die dritte Gemeinde ist.
Und die machen einen Split in dem Sinn. Und da gibt es auch noch zwei Abstimmungen, also Urnenabstimmungen. Es ist jetzt vom Gemeinderat respektive der Gemeindeversammlung so empfohlen werden, um das anzunehmen. Einmal war es 38-1, einmal war es 12-1. Es sieht in dem Sinne nicht so schlecht aus, aber eine Urnenabstimmung ist gleich eine Urnenabstimmung. Und der eine, der kommt sicher kein Eintrittsbillett über, oder? Ja, weil den müssen wir ja motivieren, dass er auch kommt. Den müssen wir noch überzeugen, aber das andere wäre ja jetzt ein bisschen diktatorisch, wenn jetzt 13-0 gewesen wäre, das wäre auch nicht die Realität. Also muss jemand auch dagegen sein. Und es gibt natürlich Leute, die auch gegen Veranstaltungen sind und vor allem, wenn eine Veranstaltung im Februar ist, dann ist natürlich nicht jeder, der sagt, juhui, das ist Hochsaison und jetzt hauen wir noch eine Veranstaltung drauf mit 150'000 Leuten. Kommen wir auf einen grünen Zweig, kann man das schon sagen? Ja, das Ziel ist, glaube ich, immer, wenn man öffentliche Gelder hat, muss man schauen, dass am Schluss die Rechnung null ist. Das ist, glaube ich, schon das Ziel, das man hat. Es ist nicht die einzige Einnahmequelle, es kommt, ob das Fernsehrecht sind, ob Marketingrecht sind, ob das Ticketing, Hospitality sind. Am Schluss sollte man rauskommen, kann ich das sagen, da, ein WM-Budget ist 12-13 Millionen, ein Weltcup-Budget bei Biathlon ist gut 3 Millionen. Okay. Nicht jeder Sport ist gleich teuer, das ist klar, wir haben es vorher gehört, oder? Der Marco, 1'000 Franken im Jahr, wahrscheinlich können wir das Benzin nicht mehr mitrechnen fast. Also rein wegen der Kosten müsstest du ja nicht arbeiten. Und doch bist du als Einziger da 100% angestellt, 100% schaffst du als Forstwart. Hast du dir nie überlegt, ein bisschen kürzer zu treten und ein bisschen mehr Zeit ins Schwingen noch zu investieren? Nein, bis jetzt noch nicht. Nein, ich glaube, du müsstest noch mal eine Schippe oben drauf legen, du müsstest... Ja. Eben, das kann man ja dann nur, wenn man mehr Zeit investiert, oder nicht? Ja, ist klar, aber ich sage, es ist nicht international zu schwingen und es ist noch kein Profisport, also es ist noch nicht so professionell, wie Sie das betreiben hier. Also es wird natürlich immer mehr, aber nein, das ist kein Thema. Und wieso nicht? Also du sagst, ich meine, leisten könntest du wahrscheinlich, ich sage jetzt einfach mal, auf 80% runterzugehen, ein bisschen mehr Zeit zu haben, oder willst du es dann gar nicht? Ja, da bin ich ehrlich, da wäre ich wahrscheinlich zu faul, um mir das alles einteilen. Genau. Und ich weiss, du arbeitest ja auch noch mit Jungschwingern zusammen, gell? Das ist dir auch noch wichtig. Genau, dort investiere ich schon noch viel Zeit. Zweimal in der Woche habe ich mit dem Jungschwingertraining. Plus und wie viel Mal trainierst du selber? Viermal, ja. Und zweimal viermal mit dem Jungschwinger. Also, genau. Das heisst, viel Zeit bleibt nicht mehr übrig für Familie und Freunde, wenn man dann auch noch 100% arbeitet nebenbei. Nein, aber ich sage, das Training ist ein Hobby für mich und dann passt das. Okay. Nicole Gaud ist übrigens der einzige Vollprofi hier in der Runde, der wirklich halt voll auf die Karte Sport setzt. Julie Zock, die Weltmeisterin, arbeitet sogar nebenbei. Rund in einem 30%-Pensum ist sie. Momentan Konditionstrainerin in einem Tenniscenter. Der Sandro Greuter schafft insgesamt etwa 70-80%. Teils als Angestellte, teils selbstständig. Und gell, Sandro, du brauchst dein Einkommen, weil von so Kosten, wie der Marco gerade geschildert hat, kannst du noch träumen. Ja, genau, also das kann man so sagen. Also bei mir ist es vom Faktor her, wenn man es professionell machen will, etwa das 50-fache. Also sind wir etwa bei 50'000 Franken, wenn man will, voll auf Profi setzen, mit den Materialkosten, tut die Quanti, alles zusammen, muss man ja mit 50'000 Franken. Was kostet so viel? Ja, das ist das Gewehr? Zum Beispiel das Gewehr kostet etwa 10'000 Franken. Ein komplettes neues mit Ausrüstung, mit den Zubehören und allem drum und dran, kommen wir dann mal schnell auf 15'000 Franken. Und Munition, die jährlich anfällt, sind wir irgendwo bei rund 10'000 bis 12'000 Franken, die ansteht. Und das ist halt, sind schon zwei grosse Kostenfaktoren, die zusammenkommen. Und dann braucht man jedes Jahr eine maßgeschneiderte Schussbekleidung. Das ist dann nochmal ein Kostenpunkt. Ja, und das läppert sich dann halt. Das schenkt sich, und ja. Dann sind wir dann schnell mal bei diesen 50'000 Franken. Wie viel Geld musst du da selber beisteuern, also von deinem Privatvermögen, und wie viel kommst du über von Verband, Gönner etc.? Also wir haben es so, beim Schweizer Schiesssportverband ist es so, hat man eine Materialentschädigung einen gewissen Part, und dann gibt es noch eine Gönnervereinigung von der Schützennationalmannschaften. Dort hat man noch einen Part, den man überkommt. Ich sage, alles in allem kommt man dort auf gut 10'000 Franken und den Rest muss man eigentlich selber stemmen. Okay, das ist happig. Vorher hast du ja noch von einem sehr grosszügigen Sponsor profitiert, der dir mal 100'000 Franken zur Verfügung gestellt hat. Das Geld ist mittlerweile aufgebraucht. Jetzt machst du es ohne Sponsor, und zwar ganz bewusst. Du
willst du eigentlich gar keinen Sponsor mehr? Wieso nicht? Ja, für mich war es eigentlich immer auch so gewesen, Sponsoring, Akquise war immer sehr schwierig gewesen. Der Skisport ist nicht so attraktiv zum Vermarkten, das ist mal das Erste. Und das Nächste war auch immer gewesen, ein nachhaltiges Sponsoring aufbauen, das nicht einfach nur ein Jahr ist, das über zwei, drei, vier Jahre geht. Das ist das, was relativ schwierig war. Und die Zeit wollte ich nicht investieren. Ich wollte die im Training investieren. Darum habe ich irgendwann gesagt, ja, auch für die Zukunft, für die Nachhaltigkeit von meinem eigenen Leben. Ich will noch irgendetwas parallel machen, auch als Ablenkung. Darum habe ich dann entschieden, um noch beruflich mich weiterzuentwickeln. Und dort eigentlich, ist dann der Punkt gekommen, wie gesagt, jetzt arbeite ich auch wirklich auch nebenan arbeiten und dann eigentlich so das Geld zusammenbringen. Das ist eigentlich der Hintergrund, ja. Auch du hast keinen Sponsor, Marco, aber ich weiss, an Möglichkeiten würde es nicht fehlen. Geht natürlich nach deinem eidgenössischen Kranz. Sind die Angebote durchaus da gewesen? Wieso hast du gesagt, nein, merci? Ja, bei mir ist es ein bisschen ähnlich, wie es der Sandro gesagt hat. Ich will die Zeit, die man gleich auch ein bisschen aufwenden muss für die Sponsoren, das wissen ihr wahrscheinlich, ins Training investieren, weil ich, ja, sonst kommt alles andere gleich zu kurz dann. Die Sponsoren, alles. Das tönt jetzt alles, als ob das wahnsinnige, leidige Sache wäre. Ihr beide, ihr habt Sponsoren. Ist das so mühsam, Nicole? Ja. Nein, eben, es ist eigentlich grundsätzlich eben, es ist eine extrem schöne Sache, wenn man von Sponsoren oder auch von Stiftungen unterstützt wird. Und ja, ich sage jetzt mal, es gehört sicher immer wieder, oder es kommt, ja, je weiter auf, dass man kommt, je mehr kommt es. Und es ist jetzt schon so, dass ich lieber Skifahren einfach ein bisschen für mich allein habe, anstatt jetzt gerade so einen Anlass zu sein. Aber ich glaube, das ist auch normal, sonst würde ich auch nicht Skifahren. Schuli, wie ist es für dich? Wie ja. Bist du heute gerade noch, bevor du hergekommen bist, bist du noch am Elko-Stand gewesen, das ist dein Hauptsponsor da. Wärst du lieber noch ein bisschen länger am Schlafen gewesen heute Morgen? Da ich nicht so ein Langschläfer bin, geht das ist das noch? Nicht so schlimm. Nein, für mich ist es einfach extrem wertvoll, eben zum Beispiel Elko, die mich jetzt seit letztem Jahr auf dem Kopf unterstützt. Ja, und in die muss ich mir überlegen, ob ich überhaupt noch snowboarden kann oder nicht. Und darum ist das für mich mehr etwas Schönes, dass ich ihnen etwas retour geben kann, weil sie mich so unterstützen auf meinem Weg. Und das ist halt schon seit dem Anfang. Ich meine, die meisten Sponsoren, die ich habe, sind Freunde, die ich kenne oder irgendjemanden, den ich kennenlerne, wo nachher einfach ein Sponsoring entstanden ist. Und meistens geht es ein bisschen durch Persönlichkeiten und durchs Kennenlernen. Und ja, ohne die Sponsoren könnte ich meinen Sport nicht machen. Und darum finde ich es auch schön, wenn ich ihnen etwas retour geben kann, wie heute mit Elko, dass ich auch am Stand sein und sie da ein bisschen unterstützen. Ich finde, es ist ein Gehen und ein Nehmen. Es ist logisch, man macht es nicht immer gern. Aber für mich gehört es ein bisschen dazu. Es ist mein Beruf, sozusagen Snowboarderin zu sein. Und dass ich meine Sponsoren pflege, gehört dazu. Und ohne sie könnte ich nicht dort sein, wo ich bin. Und ja, das ist mehr so das, was mich reizt, auch eben ihnen etwas retour zu geben. Wie schwierig oder wie einfach für dich ist es, Sponsoren zu finden? Für mich ist es relativ schwierig, eben auch... Obwohl doch, Weltmeisterin bin. Ja, trotz meiner Erfolge ist es mega schwierig, um Sponsoren zu finden, weil ja, wir sind gleich ein bisschen eine Randsportart neben Ski Alpin. Ja... Aber es ist schon seit Jahren so und ja, ich habe mich jetzt ein bisschen durchgeschlagen und ich habe so ein bisschen meinen Sponsorenkern, der mich seit Jahren unterstützt und da bin ich auch mega dankbar. Und ja, es ist natürlich immer schön, wenn jemand Neues dazukommt, der mich unterstützt auf meinem Weg, weil eben, wie vorhin schon gesagt, ohne die wäre es gerne nicht möglich, dass ich überhaupt keinen so viel Erfolg habe. Hast du je bereut, nicht auf die Karte Skifahren gesetzt zu haben, sondern Snowboard? Nein, eigentlich nicht, weil ich glaube nicht, dass ich so gut geworden wäre beim Skifahren. Was, du bist doch ein Multitalent, sportlich. Im Tennis jetzt auch. Seit zwei Jahren Tennis spielen und schon mal unterrichten. Nicole, vielleicht kannst du noch schnell ein bisschen erzählen, die Kosten, oder? Man hört immer, Skifahren ist, glaube ich, schon extrem teuer. Also eben, Umreisen, Material, was kommt da alles dazu? Oder vielleicht kannst du auch noch ein bisschen erzählen, Jetzt bist du im B-Kader, jetzt kommst du auch auf Unterstützung über vom Verband, oder? Aber bis dorthin musst du alles allein aufbringen, oder? Wie ist das? Ja, genau, es ist so. Eben, früher, als ich angefangen habe, Skifahren, ist wirklich einfach die Eltern, die extrem viel Geld und auch Zeit müssen investieren in das Ganze. Und nachher, ja, eben, je weiter rauf, dass man kommt, je mehr ist es vom Finanziellen her abgedeckt.
Und das ist ja eben sicher so. Eben, ich bin vom Skiclub nachher weiter ins Rennteam, den SSW, NLZ, nachher zu Swishy gekommen. Und ja, eben. Es, logischerweise auch zum Beispiel bei der Reise. Es ist, je weiter rauf du kommst, je mehr kommst du rum. Aber eben dort wird es auch wieder mehr finanziert. Aber am Anfang ist es zäh. Karl, du hast einen Haufen Skirennfahrer erlebt. Würdest du sagen, nur wer aus gutem Haus kommt, hat die Chance in diesem Sport, um es wirklich an die Weltspitze zu schaffen? Na, ich glaube, das Wichtigste von einem Sportler ist Leistung. Und der Leistung zu erbringen, jeder Sportler, auf welchem Niveau das er ist, der will gefordert werden, der will Leistung bringen. Aber man muss ihm helfen dazu, dass er die Möglichkeiten, die er hat, wo er vielleicht selber nicht spürt, dass man ihm hilft, dass er die Leistungen erreichen kann und dass er sein Können umsetzen kann. Das ist eines von wichtigsten Sport, was es überhaupt gibt. Ich bin einfach sehr unbequem gewesen als Trainer, oder? Ich habe einfach verlangt, oder? Und ja, da können wir schon noch drauf zu reden. Ich habe mit ihnen vormachen können, oder? Mhm. Weil ich habe mal Journalisten eingeladen und die haben gesagt, ja, die machen ja so im Sommer mit Training, das Hobby, oder? Und dann habe ich gesagt, gut, wir machen einmal, wenn ein Halbtag mithalten kann einer, dann zahle ich eine ganze Woche den Aufenthalt. Nicht einmal eine Stunde hat einer mithalten können. Oh. Und man weiß gar nicht, was für Leistung, dass die Spitzensportler, ganz speziell die am höchsten Niveau, was die für Leistung erbringen müssen. Und das sind eben die absolute Spitze, das sind eben wenig, aber was die leisten, das ist genau wie wenn du in einem Beruf der Weltbeste sein willst. Wenn du ein Produkt machst, was auf der ganzen Welt das Beste ist, dann mal überlegen, was du brauchst dazu. Und das ist im Sport genau das Gleiche. Gefordert werden, die wollen alle gefordert werden, die Spitzensport betreiben, oder? Die wollen alle bis aufs Letzte gefordert. Aber heutzutage ist es auch schwer, dass ein überhaupt, wenn du ihn fordern willst, dass er nicht irgendwo woanders seid, bremst wird, dass er sagt, na, das muss nicht machen, was der sagt. Für mich, ich habe einfach gesagt, das ist das Limit, wer das nicht macht, der kommt nächstes Mal gar nicht mehr mit, oder? Fertig, Schluss, sein, die Armen, oder? Knallhart. Aber das ist heute nicht mehr der Fall. Im Skiverband, da ist mir auch sehr familiär und viele Sponsoren, oder? Sponsoren gibt es nur, wenn die Leistung sehen, wenn sie im Fernsehen kommen, dann kriegst du die besten Sponsoren. Es gibt ja, Sponsoren sind früher weniger das aktuelle gewesen, da hat man Gönner gehabt, oder? Gönner, oder? Die haben das Geld gegeben, Gönner, oder? Gönner, ja. Die haben Geld gegeben, die haben aber nicht sehr viel verlangt dafür, oder? Und wenn ich auf der untersten Klasse schaue, sind das die meisten, was so ein Sponsor aussehen, sind auch weitgehend Gönner, oder? Aber die hoffen, dass sie später mehr erreichen. Mhm. Das ist entscheidend. Und da ist der Skiverband, innerhalb vom Skiverband, von der Geldverteilung, ist er sehr human, dass da kommt mehr, da kommt weniger, aber wir lassen alle leben. Genau. Pio, er war sehr ein strenger Trainer immer. Hast du auch so strenge Trainer? Wie sind die so? Ja, ich denke, es ist schon manchmal nötig, mal durchzugreifen, wenn mal jemand dumm tut oder so, dann ist es schon nötig, dass eben einmal boom, zack, zack, das musst du jetzt machen. Mhm. Aber manchmal musst du eben auch auf die Spieler eingehen, dass auch mental, was jetzt sie auch einfach beruflich macht, das ist wichtig. Und wenn es boom, zack, zack abgeht bei euch im Training, wie läuft denn das so? Also was heisst das, wenn es streng ist, wenn sie mal streng sind? Ja, also manchmal gibt es halt auch Bestrafungen. Das ist... Wie sehen die aus zum Beispiel? Linienläufe. Linienlauf? Vor blauen, roten zurück. Nicht so lässig? Nein. Nein. Was machst du am liebsten im Training? Ja, ich glaube am besten ist, wenn das Training Spass macht, aber auch streng ist. Mhm. Das ist so die perfekte Mischung, dass auch ein gutes Training wird. Du bist ja schon erst 13, aber schon mit den älteren Spielern am Trainieren bei der U15 beim HC Davos. Ist das nicht extrem streng, wenn das Training eigentlich auf Ältere ausgerichtet ist und du musst da mitheben? Also langsam habe ich mich daran gewöhnt, aber am Anfang, gerade am Anfang, das ist, da bin ich schon heimgekommen und habe 3 Tage über Muskelkater geklagt.
oh nein, ich mag nicht die Stegen hochlaufen und so. Ja, und auch sonst hatte ich nie nach dem Match eigentlich Muskelkater gehabt. Das hatte ich plötzlich gehabt. Ich habe nicht gewusst, wieso. Und ja, es ist einfach ein anderes Niveau, wenn du mit den Eltern bist. Ja. Und dann musst du ihn einmal wieder ein bisschen aufpäppeln und mit deinen Fähigkeiten als Mentaltrainerin sagen, hey, kommt schon alles gut, du weißt ja, wieso du es machst, oder wie sieht das aus? Nein, er ist grundsätzlich sehr, sehr, sehr eigenmotiviert. Ich habe da nicht wirklich eine Arbeit, aber es, also ich würde auch nie. Ich bin jemand, der das sehr trennt. Das ist mein Job und das ist mein Kind und das sind zwei verschiedene Sachen. Das heisst, mit ihm schaffst du nicht als Nein. Mentaltrainerin zu sein? Nein, ich glaube sogar, ich würde jetzt da behaupten mit ganz vielen Zeugen, wenn es so wie käme, dass ich das Gefühl hätte, es täte ihm gut, würden sie über den anderen schicken als zu mir. Okay. Ich weiß nicht, dass ich nicht gut bin, aber... Karl, nochmal schnell zu deinen Trainingsmethoden. Also, eben, dir eilt ja auch deinen Ruf voraus, der eiserne Karl. Du sollst deine Athleten bis zur Ohnmacht sogar drillt haben. Ist das tatsächlich so? Ja, erstens, der Name, der kommt nicht wegen der Härte, Eisen ist hart, sondern wegen Disziplin. Wenn einer bei mir eine Minute Sport kommt, ist es jetzt Sport. Das gibt es einfach nicht, oder? Paul Akkola ist, glaube ich, auch mal Sport gekommen, oder? Bitte? Der Paul Akkola. Der Paul Akkola ist bei mir gar nicht Sport gekommen. Der ist einmal an einer Sitzung Sport gekommen, da bin ich in Davos gewesen, da ist er sein erstes FIS-Trainer gefahren, das heißt sein zweites. Ich bin erst den zweiten Tag durch gewesen und dann ist der Akkola an die Sitzung, weil er daheim geschlafen hat. Ein paar Minuten Sport gekommen, dann hat der Trainer gesagt, er soll mir die Nummer geben für ihn, was er morgen hat. Und dann am Schluss hat der Akkola gefragt, wo ist meine Nummer? Dann habe ich gesagt, ich habe ihn, aber die kriegst du nicht, weil du bist Sport und dann merkst du das in deinem Leben. Ich habe ein Beispiel, der Hermann Mayer, der ist vielleicht einiger nur bekannter Österreicher, der ist an alles Sport gekommen, aber am Start ist er nicht Sport gekommen. Ja. Okay, ich meine, die Startnummer hat er wenigstens nicht weggenommen, Hermann Mayer, wie Paul Akkola. Gut. Jürg, Trainingsmethode, wo man wirklich alles abverlangt von den Athleten, ist das früher vielleicht einfach noch ein bisschen Gouron normal gewesen? Ist das anders gewesen früher als heute? Gute Frage. Ich glaube, früher hast du auch mal so trainieren wahrscheinlich. Wahrscheinlich machst du es jetzt noch besser, irgendwo qualitativ besser. Du hinterfragst vielleicht auch gewisse Sachen mehr. Und früher hast du die Eltern gefragt, was besser können, wie müssen wir denn trainieren und was die gemacht haben, haben wir dann auch gemacht in dem Sinn. Mhm. Aber rein Leistungstest oder was auch im Langlauf machst, wenn du auch irgendwo 3000 Meter laufst oder so Sachen, also die heutigen Leistungen, was wir früher gemacht haben, laufen dann nicht schneller. Also in dem Sinn haben wir dort auch trainiert und es ist sicher eben mehr spezifisch geworden, es ist mehr natürlich die ganze Digitalisierung, die dir vielleicht auch hilft, noch besser zu trainieren. Und es ist menschlicher geworden vielleicht auch. Ob es früher menschlich war? Nein, jetzt. Ich glaube, das ist ein bisschen nach Sportart und nach Typ. Ich glaube, ja. Das kann man nicht einfach generalisieren. Ich glaube, als Junge, wenn ich das als Junge sehe, dann sehe ich, was der Bio richtig gesagt hat. Es ist Freude und es ist der Spass und dann stimmt es. Und ich glaube, das war früher genau gleich gewesen. Und ich glaube, das war eine sehr gute Aussage, die mir sehr gut gefallen hat von einem 13-jährigen Sportler, der das so sagt. Und wenn ich das zusammenspielt, habe ich Freude und habe eine gute Zeit und habe mit meinen Kollegen Sport getrieben. Und ich habe mich gerne gefordert auch. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wie viel Spass habt ihr im Training bei Swiss Ski? Ja, extrem viel Spass, muss ich wirklich sagen. Nein, wir haben wirklich gute Trainer und auch ein sehr cooles Team und das macht extrem viel aus. Was macht für dich einen guten Trainer aus, Schuli? Ja, für mich ist es wichtig, einen guten Trainer zu haben, der auch auf die Athleten eingeht. Ich denke, wir sind alle in der Nationalmannschaft angekadert, in meiner Trainingsgruppe. Und da hat jeder seinen eigenen Kopf und weiß, woher er will. Und ja, dass man da auf die Athleten eingeht, finde ich persönlich sehr wichtig. Und ja, auch, dass man weiß, wie die Athleten ticken. Und ja, dass man sie dann auch unterstützt auf dem Weg. Bei dir hat es gerade einen Trainerwechsel gegeben vor einem Jahr. Einen guten Wechsel? Für mich war er ein sehr erfolgreicher Wechsel. Ich meine, ja, meine beste Saison gerade hinter mir, die ich je hatte. Ich habe das Gefühl, es hat schon mit dem Trainer zu tun. Eben, die Teamstimmung ist auch ganz anders. Und wir heben zusammen und wollen zusammen an die Spitze gehen. Und ich finde das sehr wichtig. Schlussendlich sind wir Einzelsportler, aber gleich muss das ganze Team zusammenspielen. Und
alle wollen ja an die Spitze kommen. Und indem man sich gegenseitig pusht und gegenseitig stärker wird, kommt man dann als Einzelathlet auch weiter. Ein Trainerwechsel hat es auch bei dir gegeben letztes Jahr, gell, Sandro? Und du hast mir erzählt, dass das schon auch noch entscheidend ist, dass man dann noch die Leistung abrufen kann, wenn es eben zählen muss. Also das kann ich absolut auch bestätigen, was Julie bereits gesagt hat. Also ein ganz wichtiger Part ist, dass ein Trainer eine gewisse Empathie mitbringt. Sonst ist bereits schon ein schwieriger Stand, den man hat mit einem Trainer. Ich habe jetzt gerade das Glück, dass einer meiner besten Kollegen, der früher mit mir in der Nationalmannschaft war, mittlerweile mein Trainer ist. Ist aber auch ein bisschen gefährlich, dort eine Balance zu finden zwischen streng sein und nicht zu lieb. Aber sehr entscheidend für mich, wenn ich zurückschaue, die letzten 2-3 Monate ist hier ein richtiger Schritt vorwärts gegangen in dieser Hinsicht. Und was ganz entscheidend ist auch für mich, dass ein Trainer hinter einem steht und auch an die Leute glaubt. Am Ende des Tages muss man auch an sich selber auch glauben, aber es ist wirklich ein riesen Benefit, wenn man auch einen Staff hinter sich hat, der voll hinter einem steht und an einen glaubt und weiss, was man kann. Marco, wie ist das bei dir so? Also, wie viel trainierst du mit einem Trainer zusammen? Wie viel machst du selber? Also im Schwingen selber haben wir Techniktrainer und dort haben wir im Club einen, dann haben wir im Verband einen anderen. Also sehr viele verschiedene. Und wie sind die so? Also gibt es da auch einen, der sagt, hey, der macht einfach das viel besser? Ja, es gibt sicher bei denen würde man am Training am liebsten heimgehen, weil es so streng ist. Aber das sind, finde ich, die schönsten Training. Wenn du heimgehen am liebsten und am Schluss bist du einfach fertig. Weiß man wenigstens, für was dass man im Training genau, ist, was man gemacht hat. Wenn wir jetzt auch vom Training reden, für dich ist ja sozusagen die Europameisterschaft, die wir jetzt gerade hatten, im Januar eine Art des Training gewesen, sozusagen der Testlauf für die anstehende Weltmeisterschaft 2025, aber natürlich auch für den Weltcup, der zuerst noch dieses Jahr kommt, der Winter. Wie wichtig ist es gewesen, den Testlauf gehabt zu haben? Ja, also man muss wahrscheinlich wie immer im Leben, man muss mal üben. Und wenn ich übst, kommt das nicht gut aus. Und eigentlich bei Veranstaltungen musst du einfach Veranstaltungen machen, damit du herausfindest, was geht. Und wenn die erste jetzt noch ein bisschen die kleinere Aufgabe war, weil es einfach weniger Anforderungen noch hat, ist das sicher gut, dass wir als Team das umsetzen dürfen. Jetzt der Weltcup ist natürlich schon ganz eine andere Nummer und die WM wird nochmal eine andere Nummer sein. Also in dem Sinne können wir uns etappenweise aufbauen und das ist in dem Sinne Training ist es auch gut gewesen. Wir haben herausgefunden, vielleicht da was nicht läuft, was man optimieren könnte. Manchmal sind auch die Anforderungen auch ganz anders. Man muss wissen, ob du sagst, du hast 7000 Leute oder du hast 40.000 Leute, dort hat ganz andere logistische Anforderungen. Dann kannst du das eine nicht üben, dann kannst du wohl ein Ticketsystem üben, läuft das. Haben wir das VIP-Programm im Griff gehabt, haben wir dieses und jenes gehabt, haben wir den Sport vor allem im Griff gehabt. Weil grundsätzlich ist es immer noch eine Sportveranstaltung und wenn der Sport nicht funktioniert, kann rundum alles wunderbar sein, aber es ist gleich schlecht gelaufen. Darum ist eigentlich im Sport ist sehr viel gut gelaufen. Es hat 2-3 marginale Fehler gehabt. Aber eben auch das, auch wenn es marginal sind, ist man so auch motiviert wie alle, wo wenn wir am Start sind, wenn wir auch das Beste daraus geben und wir wollen gewinnen, wir wollen eine gute Veranstaltung umsetzen, dann ist das, hat das immer noch Potenzial nach oben. Und es sind vielfach kleine Sachen, die zusammenkommen. Das ist nicht, eben, Bild nach außen war gut gewesen, und das war das Wichtigste für uns einmal. Ja.